Es schneit und ein beißend kalter Wind aus Nordosten sorgt für empfindlich kalte Temperaturen. Es hat den ganzen Tag über geschneit bzw. geregnet, so ein Schneeregen. Und die Wache, die du, Iserun von Spogelsen, am Tor hältst, ist empfindlich kalt. Aus dem Norden gibt es immer wieder weitere Berichte, dass die Drachen sich wohl in den Drachenstein formieren. Man weiß nicht genau, was sie vorhaben. Apep sorgt da, zumindest in der Vergangenheit, für Ruhe, aber die Truppenbewegungen, die um euch herum stattfinden, sorgen für gewisse Anspannung. Die schwarzen Lande machen sich wohl bereit und man muss jederzeit mit einem Angriff rechnen. Du hast den gesamten Tag über, die Wache ist jetzt bald vorbei, ein paar Bauern kontrolliert, viele kennst du schon mit Namen. Man versucht hier noch während des ersten Frühlings die ersten paar Kohle aus dem Boden zu holen, Winterkohl, der widerlich bitter schmeckt, aber gut, das war früher anders. Du bist hier in der Nähe groß geworden, Tobrien, deine Heimat, hast dein, ja, nur wenige Meilen entfernt von deiner eigentlichen Heimat, bist du jetzt in Peraenefoten tief verankert, nachdem deine Ausbildung wieder abgeschlossen ist, erst in Beilung, später dann in Gareth. Und ja, so kannst du jetzt erkennen, mit einem müden Blick, wie auf der Straße, schlecht gepflastert, müsste mal wieder ausgebessert werden, ein Trupp auf dich zukommt, der doch anders ist als die generischen Bauern. Vier, na, fünf Pferde, ein weiteres noch dahinter, eine Quadriga. Sowas sieht man hier eigentlich gar nicht. Selbst die toborischen Herrscher haben hier überhaupt nichts mit einer Quadriga am Hut. Die gehören eigentlich nach Gareth oder nach Werheim. Die Gestalten darauf sehen abgerissen aus. Kaputt, müde, rote Augen, wenn sie dann näher auf dich zukommen. Und ja, wenige Wappen, die sie ausweisen, eigentlich gar nichts. Vielleicht der hergelaufene Söldner, aber mit so einer Quadriga, mit solchen weißen Pferden, da kann irgendwas nicht stimmen. Neben dir dein Kollege Torben Gerstenkorn von den Pfeilen des Lichts. Verseht ihr gerade noch eure Wache, als er dann auch diese merkwürdige Truppe sieht, wie sie da auf der Straße euch entgegenkommt. Schiebe mich da mal vor den Streitwagen und hebe direkt die Hand, wenn wir in Rufweite sind. Hey da! Paios und die Götter zum Gruße! Man sieht, wie Isarun von Spogelsen sich ein bisschen gerader hinstellt, breitbeinig hinstellt, die Hände an die Gürtelschlaufen gelegt. Den Zwergen zum Gruße. Was führt euch hierher? Etter Jalan Greifenmund vom Schnattermoor und Gefolge erbitten Einlass. Wir haben wichtige Nachricht für seine Hoheit. Schnattermoor, Ja, tretet näher, aber stellt euch bitte darauf ein, das wird hier eine Weile dauern. Man kann in diesen Zeiten nicht vorsichtig genug sein. Natürlich. Ich gebe ein Handzeichen nach hinten zum Anhalten. Übe ebenfalls mein Pferd und sattel erstmal ab. Muss mich kurz Oh. fangen. Trete auf die beiden zu. Kneife das eine Auge zusammen und nehme Gerstenkorn erstmal ins Visier. Herr von Magister Schnattermoor. Gerstenkorn, So sieht man sich wieder. dass ich euch hier treffe. Ja, dass ich euch hier treffe. Wollt ihr weiterreiten nach Schnattermoor? Wenn es die Zeit erlaubt, ja, aber erst einmal sind größere Fische zu fangen. Na, ich glaube, das könnt ihr vergessen. Wie kommt's? Von Schnattermoor sind nur noch Ruinen übrig, seit einigen Jahren schon. Übergehe das und wende mich an seine Begleiterin. Magistra, wenn ihr die Güte hättet, mit eurer Befragung anzufangen. Wir sind seit 3 Tagen durchgeritten. Führt eure Pferde doch hier drüben hin. Das kann ja so einige Zeit dauern. Melde am besten gleich schon mal an, wir haben mehrere Gegenstände, die vielleicht auch nicht dämonisch verseucht sind in unserem Besitz. Ebenso führen wir Lutisana von Perekum mit uns. Isarun rollt mit den Augen und wirft ihrem Kollegen, dem Herrn Gerstenkorn, einen Blick zu. Schon wieder so viel Papierkram. Sollen die Verrückten gleich an den Pranger gestellt werden? Lutisana von Ihr habt Perekum. bereits Bekanntschaft gemacht. Ja. Unbequemerweise. Gibt sich für einen Adligen aus. Tatsächlich. Kann er das denn beweisen?
Gerstenkorn. Also den freien Tobrien, ich muss euch meinen Stand nicht beweisen. Er ist mir angeboren. Wir sind hier nicht im Horasreich, wo man ein Papier mit sich führen muss. Also gut. Dann würde ich doch sagen, dämonische Artefakte. Würde mich natürlich interessieren. Ich ziehe den Stab im Gürtel, wickel ihn ganz vorsichtig auf. Seht, der Stab der tausend Augen. Schlag das wieder ein, sofort. Wird dann auch getan. Also gut. Frag sie, wo sie herkommen, wann sie angereist sind, über welche Pfade und Wege. Ich werde noch ein paar andere Magier holen. Das wird etwas länger dauern. Dämonische Artefakte. Ich will eine getrennte Befragung von allen von ihnen. Das heißt, du separierst sie und dann werden wir gleich nach und nach diese Rucksäcke durchsuchen und auch auf dämonische Male kontrollieren. Jeden einzelnen. Verstanden. Werde sie in die Wachstube führen. Die Herrschaften, wenn ihr bitte mit mir kommen wollt. Dann geht's dran. Der Thulamide Ömer schnappt sich seinen Rucksack, schmeißt ihn sich auf den Rücken und folgt. Ja, komm, Igna, los, los. Lassen wir die Magier mal nicht warten. Igna. Es ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt wieder im guten Land. Okay. Jetzt können wir wieder normale Namen benutzen, Igna. Und ich hau ihn mal auf die Rüstung. Ist das nicht schön? Ich soll ihn nicht mehr Dunkelstein nennen? Nein, das ist nicht mehr nötig. Und ich bin Torgosch! Abelmir ist wieder Abelmir und kein Jakravetti mehr. Richtig. Ich verdrehe die Augen. Ist das nicht schön, Igna, endlich wieder ausrufen zu können? Ich bin Torgosch! Haltet die Klappe! Ich bin Igna! Sehr gut, Bruder. Warum sollen wir ruhig sein? Das wüsste ich auch gerne. Schaut man Abelmir an. Das sind doch unsere Decknamen gewesen. Richtig. Aber. Ach, das sind doch die Guten. Wir können ihnen doch alles erzählen, dass wir in Jolgormark waren und. Oder das nicht. Werden wir. Und wir werden auf Nemrod einen ausführlichen Bericht schreiben. Aber bitte, zügig, Leute. Nemrod ist nicht doch gefangen hier. Wegen uns, oder nicht? Nicht hier im Freien. Habe ich Luthisander nicht richtig verstanden? Für Nemrod ist doch jetzt wegen uns gefallen. Er taucht immer wieder auf. Die Herrschaften, ich muss dem Kollege aus dem Horasreich zustimmen. Nicht hier im Freien. Und dann los. Dazu, dass wir aus diesem Wetter rauskommen. Ich verbeuge mich vor der Magierin. Mit Mademoiselle. Ja, dann doch bitte einmal eine Beschreibung von Leutnant Adepta Isarun von Spogelsen. Leutnant Adepta Isarun von Spogelsen. Eine ziemlich große Frau. 180 Halbfinger wird sie mit Sicherheit sein. Sieht nicht gerade schwächlich aus, auch nicht so, wie man sich eine Magierin gemeinhin vorstellen möchte. Man sieht ihr schon die militärische Ausbildung an, ist in eine schneeweiße Robe mit einem Wappenrock, mit einem Pentagramm aus leuchtenden Lichtpfeilen gekleidet. Blankpolierte schwarze Reitstiefel, hat ihr langes dunkelbraunes Haar offen getragen und so halb gegen den beißenden Wind unter einer Kapuze versteckt. Ja, während ihr dann zu der Wache am Ysidischen Tor geht, wo ihr dann in aller Ruhe euch entkleiden könnt, die Rucksäcke abstellen könnt, könnt ihr noch sehen, wie ein paar Kinder umherrennen. Es ist, wie gesagt, unglaublich viel los auf den Straßen vor Rheinefurten, aber auch vor allem darin. Im Hintergrund, wie gesagt, die großen Zeltlager von den Flüchtlingen. Könnt noch sehen, wie da eine alte Frau umringt von Kindern sitzt am Dorfbrunnen und ein paar Geschichten erzählt. Runzelig eingefallen, blickt sie einmal zu euch. Als ob sie weiß, wer ihr seid und wo ihr gerade herkommt. Ich winke fröhlich zu. Immer schaut den Kindern hinterher und lächelt ein wenig vor sich hin. Das erste Mal, dass er wieder seit Tagen, vielleicht sogar seit Wochen, wie lange war er dort, er weiß es nicht, etwas Schönes sieht. Ja, vielleicht ein weiteres Lächeln, was dir ins Gesicht gezaubert wird, wenn du siehst, wie sie dann mit Schneebällen oder auch kleinen Steinchen nach euch schmeißen. Zumindest haben sie Spaß. Es sieht so aus, als ob sie sich hier im Zielen üben und nicht unbedingt, dass sie euch wegwünschen. Jana muss zweimal hinschauen, weil er im ersten Moment denkt, oh, verfluchter sind Gräume. Er spannt sich dann aber doch wieder sichtlich, als es sich nur um Kinder handelt. Ja, die habt ihr schmerzlich vermisst in Jolgomak. Kein einziges habt ihr gesehen.
Dann angekommen an der Wache seid ihr in der Obhut von Isarun. Isarun weist einige Wachen an, auf euch Acht zu geben. Ihr werdet alle in verschiedene Zimmer geführt und sie wird dann mit dem Herrn von Schnattermoor beginnen. Wenn ihr bitte folgen wollt, in diesen Raum. Ihr könnt Platz nehmen. Lass mich dann auch schwer in den Stuhl fallen. Vermutlich vorher mache ich kurz meinen Schwertgürtel auf und lehne den irgendwo neben mir an den Tisch. Das Ding ist auch verdammt schwer geworden. Nun, soll ich anfangen zu erzählen oder wollt ihr Fragen stellen? Nein, fangt ruhig an. Es begann vor der Zeit. Ich habe dort unten ein wenig das Zeitgefühl verloren. Ich denke 4 Wochen, vielleicht 5. Euch sind die Ereignisse in Gareth bekannt? Selbstverständlich. Und Dexter Nemrod berief also seine Agenten ein, ebenfalls zu einigen neuen Rekrutierungen. Eine Gruppe zusammenzustellen, die auf das inständige und persönliche Bitten des Rudolf von Wertlingen diese Nachricht um seinen Vater nachgehen sollte. Ich kram kurz in der Tasche. Ich fürchte, ich habe das Schreiben nicht mehr. Ich muss es wohl in Gareth gelassen haben. Natürlich. Jedenfalls begab es sich doch wohl so, dass sein Vater Udalbert Reue zeigte und überlaufen wollte. Wir können ja keine Seele darum verrotten lassen. Also machten wir uns auf den Weg über die Sichel, der feste Kleinwartstein vorbei, in die Schwarzen Lande. Wir wurden in Jolgomark zusammen mit dem restlichen Volk, das sich dort zum Turnier einfand, eingelassen und begannen, nach Kontakten in der Stadt zu suchen, die uns an Udalbert bringen konnten. Wir machten ihn bei einem Wagenrennen ausfindig, wo er uns seine Misere darstellte, dass er wohl eine magische Halskrause trug, die ihn nicht aus der Stadt ließ. Wir schafften es dann, uns unter einigen Vorwänden Zugang zum Palast zu verschaffen. Den Stab der 1000 Augen. Hat man mir den abgenommen oder habe ich den noch? Frage an Isarun. Du hast alles noch mit, du musst ja deine Sachen vorzeigen. Ich will so instinktiv das Tuch zurückschlagen, lass es dann aber. Nun, den Stab jedenfalls, er kontrolliert wohl die Kotongis in der Stadt. Mit ihnen wollten wir uns genug Freiraum verschaffen, um diese Krause lösen zu können. Und glücklicherweise hat man uns verraten und Udalbert wollte uns festsetzen. Wir konnten dann mit der Hilfe von Pisana von Pericum hier fliehen. Zumindest sie mit aus der Stadt bergen und uns wieder auf den Heimweg machen. Sie hat wohl einige Informationen über die Truppenstärken und Bewegungen des Feindes und wünscht in den Schoß der 12 göttlichen Kirche zurückzukehren. Lutisana von Pericum, so. Du siehst, wie in Isaruns Augen blanke Verachtung aufblitzt. Und sie möchte in den Schoß des Reiches zurückkehren. Keine Seele ist es wert, dass man sie nicht rettet. Da mögt ihr recht haben. Das werden andere als ich entscheiden. Aber zurück zu diesem Stab. Was könnt ihr mir darüber genau erzählen? Er scheint ein erzdämonisches Artefakt zu sein. Er kontrolliert und, wie nennt der Magister das immer, ich glaube, er kanalisiert die Augendämonen, die ganze Stadt bewachen. Ich weiß nicht, ob man seine Seele verpfänden muss oder nur sonderlich stark magisch begabt, aber ihn als Normalsterblicher zu benutzen, scheint mir gar unmöglich zu sein. Zumindest in einem Maße, das irgendeine Kontrolle erlauben würde. So die Götter gütig mit uns sind, werden wir das niemals herausfinden müssen. Den Stab werde ich an mich nehmen und sicher verwahren, analysieren lassen. Das weitere Vorgehen werden wir entscheiden. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Tatsächlich? Ich werde den Stab höchstpersönlich an die Priorskirche und niemanden sonst übergeben. Das lässt sich vermutlich arrangieren. Wir werden nach dem Personal schicken. Sehr gut. Was sonst? Was ist das für ein Name, der genannt wurde? Dunkelstein? Wir mussten uns natürlich getarnt in die Stadt begeben, da wir nicht nur als einfache Turnierteilnehmer da waren, wo man uns vermutlich sogar hineingelassen hätte, sondern den Anschein erwecken mussten, dass wir legitime, noch nicht unbedingt Bürger, aber zumindest Besucher aus den Schwarzen Landen seien. Und uns dann später auch dann dazu verhalf, eine Einladung in Galottas Palast zu erhalten. Eine
unbequeme. Nennen wir das Kind beim Namen Lüge, die wir ihnen auftischen mussten. Aber sie hat uns dorthin geführt, wo wir hin mussten. Ich verstehe. Nun, der Name ist natürlich nicht gut gelitten in diesen Landen. Aber an eurem Akzent kann ich erkennen, ihr seid eindeutig Schnattermoorer. Ist euch beruhigt, ich habe mindestens einen Dunkelstein zurück zu seinen finsteren Göttern geschickt. Mhm. Ihr nanntet weitere Artefakte, die möglicherweise dämonisch verseucht seien. Ich kann es euch nicht genau sagen, ich selbst habe kein weiteres in meinem Besitz, aber vielleicht haben meine Kameraden aus der Kammer noch einige Dinge in den Taschen. Ihr wisst nicht, was euer Gefolge mit sich führt. Tut mir leid, aber wenn 20 Gardisten drohen, eure Tür einzutreten und ihr nach einem Ausweg sucht, habt ihr nicht unbedingt genug Augen, um darauf zu achten, wer gerade was greift. Wir werden sehen. Was ist euer jetziger Plan? Was habt ihr vor, hier in Pirainefurten zu tun? Ich werde Lutisana zum Herzog bringen. Er wird wohl mit ihr verfahren, zu wissen. Ich werde den Stab an die Preiskirche übergeben. Dann werde ich endlichst mal wieder zur Beichte gehen. Einen Bericht an Nemrod verfassen und mich dann um meine Heimat kümmern. Oder was davon übrig ist. Wir werden sehen. Der Vollständigkeit halber, ich muss nachfragen, habt ihr irgendwelche Kontakte mit Dämonen gehabt oder dämonischen Energien während eurer Reise? Wir waren in den Schwarzen Landen. Sicherlich gab es Kontakte mit Dämonen. Ich bin mir sicher, ihr wisst, was genau ich meine. Ich habe nicht meine Seele verpfändet, falls das eure Frage war. Mhm. Und so hat es auch niemand meines Gefolges, dafür lege ich die Hand ins Feuer. Ich muss trotzdem darauf bestehen, dass eine Untersuchung nach einem Paktmal durchgeführt wird. Selbstverständlich könnt ihr die bei Magister Gerstenkorn durchführen lassen. Ich würde es bevorzugen, dies nicht bei ihm zu tun. Wie ihr wünscht. Ich sehe einfach mal den rechten Handschuh ab. Fangen wir vielleicht hiermit an. Das ist ungewöhnlich. Erklärung? Vor allem gehen auch alle deine Alarmglocken an. Alle schreien geradezu. Vor 2 Jahren griff ich nach dem schwarzen Schwert, Yamash Aquam, um es im Kampf gegen den Kapitän einer Dämonenarche einzusetzen. Und anschließend noch einmal gegen Darion Palegan selbst und sein Gefolge. Ebenfalls griff ich in Yolgamak nach dem Stab der 1000 Augen. Ich muss ehrlich gestehen, so eine Geschichte habe ich noch nie gehört. Frag bei der KGA nach, sie ist wahr. Frag bei der Effortkirche nach. Nein, das bezweifle ich nicht, dass sie das getan hat. Ich bezweifle nur, dass es jemanden so Dummes gibt, der das tut. Nichts für ungut. Jedenfalls, dieses werden wir uns noch genauer ansehen müssen. Ich muss darauf bestehen, dass auch die Preiskirche dort einen Blick darauf wirft. Wollt ihr doch wohl gerade euren letzten Satz noch einmal wiederholen? Mhm. Gerne. Die Praioskirche wird auch einen... Tut mir leid. Wenn ihr eine Beschwerde habt, könnt ihr sie gerne vorbringen. Ich weiß ja nicht, wo ihr gedient habt. Aber jeder einzelne dieser Taten hat uns aus der Klemme geholfen. Sie als Dummheit zu bezeichnen, ist eine Beleidigung gegenüber mir und meinen Kameraden. Mhm. Das mag sein, wie es ist. Ihr werdet trotzdem das Mal vorzeigen müssen. Selbstverständlich werde ich das, darum geht es ja nicht. Sehr schön, in diesem Fall würdet ihr bitte nach draußen treten. Ich werde dann mit den anderen sprechen und nach den Praioten schicken. Sehr wohl. Steh auf, ich binde mir mein Schwert wieder um. Verlasse am Kopfnicken den Saal. Kannst du dann auch sehen,
wenn du durch den Saal schreitest, viele Wachen um dich herum, wie sie da stehen, nur auf einen einzigen Befehl, aktuell den von Isarun, warten oder hören, siehst du, wie durch ein Fenster über dem Platz 5 Bandstrahler schreiten. Auf euch zu. Sehr gut. Haben die irgendwas Höherrangiges dabei? Klar. Gut. Hauptmann, Leutnant, alles dabei. Na, ich meinte, Bandstrahler sind ja prinzipiell... Ah ne, die sind auch geweiht. Hat sich erledigt. Okay. Kann auch eine profane Geschichte sein, aber die können auch geweiht sein. Ja, während du dich dann da vollständig entkleiden darfst und dann in einen Raum weitergeführt wirst, wie gesagt, Torben Gerstenkorn wird das dann auch nicht selber machen, während der nächste reingerufen wird, spricht Torben Gerstenkorn natürlich auch ein Odem auf deine Hand, um da nochmal sicher zu gehen, aber die Bandstrahler werden dich jetzt entkleiden, vollständig, nackt, auch an deine Haare gehen, als ob sie dich dann lausen oder so. Das ist aber eine andere Geschichte. Währenddessen der nächste. Isarun tritt in den Raum und blickt sich um. Wer möchte als nächstes? Die Herren Magister vielleicht? Ich heb die Hand. Der Typ ist direkt aufgestanden und setzt sich dann aber schnell wieder hin, wenn du die Magier ansprichst. Ja, ich stehe auf. Ja, gleite mir mal so meine Robe nochmal glatt. Ich bin froh, die dir anziehen zu dürfen. Und folgt direkt. Ja, sie schreitet dir voran in einen kleinen Raum, wo 2 Stühle, Tisch in der Mitte sind und deutet mit einer knappen Geste auf den Stuhl. Nimm Platz. Ja, ich setze mich da sofort hin. Hier sind wir zum Gruße. Hier sind wir zum Gruße. Es ist so gut, endlich wieder den Namen der Götter aussprechen zu können. Das kann ich mir vorstellen. Es ist kein angenehmes Leben dort drüben. Oh nein, keineswegs. Vor allem das Essen ist schrecklich. Nun, wir haben ja auch nicht viel. Das tut allerdings nichts zur Sache. Wir sind noch nicht miteinander bekannt. Was ist euer Name? Ah, verzeiht meine Unhöflichkeit. Magister Iolaos Rhaenysios Phyrikos. Zu euren Diensten. Mhm. Und ihr gehört zur Bedeckung des Herrn Greifenmund von Schnattermoor? Aktuell ja, tatsächlich. Ich habe mich in Gareth, dieser illustren Gruppe angeschlossen und wurde prompt vom KGA rekrutiert, um auszuhelfen. Vielleicht nicht die weiseste Entscheidung meines Lebens, doch nun sind wir hier. Tatsächlich, vom KGIA. Enzyklopäa. Bitte, bitte erzählt mir doch, wie es zu dieser ungewöhnlichen Konstellation kam. Oh, aber gerne doch. Nun, wie es der Zufall so wollte, habe ich bereits den anderen Adeptus in unserer Gruppe, Abel, mir zuvor kennengelernt in Punin. Dabei zeige ich jetzt auch mal meine Hand vor, wo das Puniner Wappen drauf, Siegel drauf ist. Mhm. Dort haben wir uns angefreundet, voneinander gelernt, miteinander gelernt. Und als er nach Gareth aufgebrochen ist, bin auch ich kurze Zeit später aus Neugier heraus nach Gareth aufgebrochen und, wie man es so schön sagt, bin direkt in die Ereignisse hereingeschlittert. Ja, interessante Zeiten haben das an sich. Der Kollege kann also für euch bürgen. Durchaus, ja. Nun, wir haben uns dort in der Akademie zu Schwert und Stab wieder getroffen. Oder? Ah nein, es war tatsächlich im Heptagon-Tempel war es. Wir haben dasselbe untersucht, die seltsamen Illusionen, die überall aufgetaucht sind. Und so habe ich ausgeholfen, die Ursache dieses Phänomens aufzuspüren. Erfolgreich, selbstverständlich. Und kurz darauf, nun habe ich mich in Gesellschaft all dieser Leute befunden und nun, ich konnte schlecht Nein sagen, wenn Leute Hilfe brauchen, wenn meine Dienste beansprucht werden. Was für Dienste mögen das denn sein? Auf welches Spezialgebiet habt ihr euch spezialisiert? Oh, ich bin sehr bewandert in der Hellsicht und in der Metamagie. Ich verstehe es, Magie zu formen, zurückzuwerfen, anders zu interpretieren und zu untersuchen. Mhm. Und eure Erfahrungen mit Beschwörungen, welche beherrscht ihr? Wahre Namen?
Absolut gar keine. Das war für mich völlig neu. Ich beherrsche einen einfachen Zauber, der in der Lage ist, Wesenheiten zu bannen. Doch tatsächlich musste ich ihn noch nie wirklich einsetzen. Tatsächlich war mein Besuch bei der Akademie, wenn man sie so nennen kann, in Jolgomag meine erste Begegnung mit der Dämonenbeschwörung selbst. Ich habe dort einige kuriose und skurrile Dinge gesehen. Selbstverständlich werde ich gerne einen Bericht darüber schreiben für jede Akademie, um von meinen Erfahrungen zu berichten und auch vielleicht einige nützliche Informationen preisgeben, die im Kampf gegen diese Wesen helfen. Dies wird mit Sicherheit sehr wertgeschätzt werden, aber erzählt mir doch genaueres zu diesen Artefakten oder Energien, die ihr gesehen habt. Seid ihr mit einigen davon direkt in Berührung gekommen? Ich war zumindest vorsichtig. Selbstverständlich, in dieser Stadt kam man nicht drum herum, das eine oder andere zu berühren, doch ich bin der Meinung, ich wurde nicht kontaminiert. Hoffe ich zumindest. Ich werde mich natürlich gerne zur Verfügung stellen für eine Prüfung. Selbstverständlich, das wird notwendig sein. Und auch ansonsten habe ich absolut nichts in meinem Besitz behalten, was aus dieser Stadt stammt. Und der Besitz, den ich noch dabei habe, ist mit nichts in Berührung gekommen. Da würde ich gern mal nachschauen, ob ich das glaube. Der einzige magische Gegenstand, den ich dabei habe, ist mein Stab. Dann ist das eine Menschenkenntnis gegen die Überredenprobe eines Zyklopäers. Fremde Kulturen, das ist ein Schwert von 3. Für die Menschenkenntnisprobe. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist es eine Lüge? Hast du noch irgendwas anderes dabei? Nö. Ich habe absolut nichts dabei. Ich habe nichts angefasst, ich habe nichts mitgenommen, ich habe nur meinen Magierstab. Das ist das einzig Magische, was ich dabei habe. Dann machen wir eine Überreden und Menschenkenntnis. Ist man ja auch erschwert? Nee. Es ist zumindest keine Lüge, was er sagt. Du kannst sie nicht ganz durchschauen. Vielleicht lenkt da sein schelmisches Grinsen, lenkt dich so ein bisschen ab, aber ja. Zumindest ist er davon überzeugt. Ja, das ist doch schon mal gut. Gut, Magister. Das soll fürs Erste genügen. Die Bannstrahler werden noch auf euch warten. Es ist selbstverständlich eine Untersuchung nach Pagma und Ähnlichem notwendig. Ihr werdet ihnen natürlich auch eure Ausrüstung zeigen und alles überprüfen lassen. Das war schon zu schade, aber... Oh, Bannstrahler. Ach, ich wollte schon immer mal eine Seelenprüfung machen. Ach, das wird interessant. Ich bin sicher, die Herrschaften werden euren Wünschen zur Genüge kommen. Ja, ich freue mich schon. Ach, in die Stadt des Lichts haben sie mich leider nicht reingelassen, um sie anzuschauen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Wenn ihr mir folgen wollt... Aber natürlich.